So, herzlich willkommen zu einem weiteren Stream von Fallout New Vegas. Ja, es ist ein weiterer Stream. Das Spiel ist groß. Es werden noch viele Streams folgen zu diesem Spiel. Aber kein Problem, denn wir sind hier gebannt dabei und werden jetzt weitermachen mit der nächsten Session. Genau, das sind meine kurzen Begrüßungsworte. Und jetzt verabschiede ich mich wieder kurz. Back, bin ich weg. Dann bin ich hier weg, bin aber dafür hier oben. Und da ist aber, da fehlt aber irgendwas. Da unter mir fehlt doch irgendwas. Da ist es. Sehr gut. Alles klar. Gut, dann werden wir das Spiel starten. Ich muss die Musik erst leiser faden. Das habe ich auch vergessen beim Reden. Ich hoffe, es war nicht zu laut. So, spielen. Dann werden wir die nächste Session beginnen. Und zwar werden wir jetzt die letzte Patrouille der Bruderschaft finden. Denn wir haben jetzt unser Dietrich-Level erreicht. Für 75 oder 70 war es, glaube ich, rund um diese Tür knacken können. Hinter der ich eben die Patrouille vermute. Aber ich vermute nicht, dass sie tot ist. Ich vermute, dass sie lebt und sich da verbarrikadiert hat, sozusagen. Muss ich kurz mal hier die Musik wieder ausmachen. Damit wir ein bisschen passende Ruhe haben. So. Wenn sie jetzt nicht ist, die Patrouille, dann habe ich ein kleines Problem. Denn dann weiß ich nicht, wo ich sie noch finden könnte. Das wäre mir dann etwas ein Rätsel. Aber schauen wir erstmal hier im Museum weiter. Die verschollene Patrouille der Bruderschaft beim Raccoon-Hauptsitz finden und ihren Einsatzhundeband bergen. Die andere haben wir ja gefunden bei den Rumsern da auf dem Schlachtfeld, auf dem Artilleriefeld. Da haben wir ja die letzte Leiche gefunden. Das war natürlich richtig krass, denn die war tot. So, verschlossen, schwer. Jetzt geht's ab, okay. Jetzt muss ich mich... jetzt muss ich mich ein bisschen tricky zeigen. Jetzt hat... Jawohl, siehst du? So easy war das. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Was haben wir denn hier alles? Raketensouvenir. Kein Gewicht, aber Wert 3. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Großes Buch der Wissenschaften. Geil. Aber hier ist keine Bruderschaft, Fancy Let's Kuchen. Hier ist kein Bruderschaftsgedönse vielleicht da drin. Da muss, es muss hier drin sein. Warte kurz. Wir werden natürlich, muss mal kurz wie meine Haare hier richten. Ist ein bisschen wild durcheinander hier. Alle. Die Eitelkeiten müssen doch bewahrt werden. Hat Spaß. Sarsaparilla, jawohl, mitnehmen. Bin schon wieder überladen. Na toll. Kasse hier noch kurz ausräumen. Vorkriegsgeld mitnehmen. Boah! Victory! Quarz! Geil, was sind das denn für komische? Nukola, sag ich schon. Nuka-Cola-Sorten. Hilfsmittel. Sarsaparilla muss wieder weg, natürlich. Sarsaparilla Steak, wo ist es denn? So, hier ist es wieder auf 59. Dann schauen wir jetzt mal hier rein. Verschlossen, durchschnittlich. Da ist nichts. Oh, ja. Sehr gut. So, Moment. Abgeschrieben. Hülse. Kann ich aber 12 Patronen korken, Vorkriegsgeld. Aber keine Patrouille. Okay, also war es doch ein Fail, dass ich jetzt losgezogen bin. Und mir erst diese Dietrich-Fähigkeit angeeignet habe. Das ist natürlich Gift. Guck mal, da steht ja auch so ein Ding. Hab ich ja nicht gesehen. Da habe ich jetzt hart gefailt. Dann muss ich weitersuchen, wo diese, Patrouille sich rumtreibt. Oder wo die Leichen sind. Hallo? Moment mal. Sie sind nicht mein Manager. Eindringling. Nee, bin ich nicht. Das nun definitiv nicht. Was ist denn hier immer nur los mit meinem... mit meinen Haaren? Also gut. Ich antworte gern. Ja, das glaube ich nicht. Wir wollten eine Führung mit dir machen, die haben wir aber, da wurden wir aber grob unterbrochen. Habe ich hier eigentlich reingeschaut? Unser reiches Sonnensystem. Habe ich gar nicht gelesen. Ein Modell unseres Sonnensystems. Nicht maßstabsgetreu. Wunderschön, nicht wahr? Robcon und ihre Tochterfirma Rapcon haben oft in den Nachthimmel geschaut und den Festzug der Sterne und Planeten über uns gesehen. Unser Ziel? Bemannte Raketen in diese andere Systeme schicken, um die Schönheit aus erster Hand zu erleben und zugleich wertvolle, hier benötigte Rohstoffe aus immer tieferen Schichten jedes Planeten zu bergen. Das ist unser Versprechen an die Menschheit. Uns erwartet eine Zukunft, in der die Zahl der Robco- und Rapcon-Raketen sich mit den Sternen am Himmel messen kann. Dieses Abschnitt wurde von ihren Freunden von Rapcon gestiftet. Das habe ich gar nicht gelesen das letzte Mal. Und hier hinten ging es aber auch nicht weiter, oder? Hier war das, dann ging es hier hoch. Und da oben war dann aber auch Ende Gelände hier. Genau, hier gab es diese komische Karte, die ich da aufgesammelt habe. Irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr, was die gut war. Beziehungsweise es wurde gar nicht vermittelt, für was sie gut sein soll. Dieses Ticket oder diese Karte. Das finde ich aber natürlich auch nicht. Es muss unter Sonstiges sein.
Das müsste theoretisch hier irgendwo sein. Karawanendeck. Nein, keine Erkennungsmarke? Nee. Komisch. Aber die, wie gesagt, die Patrouille muss hier irgendwo sein. Vielleicht geht sie doch nochmal irgendwo hoch. Wie sieht's denn aus? Hier kann ich nichts reißen, ne? Das ist also eine Sprechanlage. Und hier kann ich auch nichts machen. Mei. Wie schön die Musik gerade wieder ist. Lass mich mal kurz was schauen, apropos Musik. Wie laut ist sie denn eingestellt hier, Musik? Schon ein bisschen schwach, finde ich. Ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als vielleicht kann ich hier doch... Oder vielleicht geht die Kuppel hier doch noch auf. Das wäre lustig, wenn die Kuppel hier aufgehen würde. Aber irgendwie... Nee. Hier ist nichts zu reißen. Was ist mit dem hier eigentlich an der Wand hier? Hier gibt es bestimmt irgendwo einen Geheimgang oder so etwas. Ähnliches. Hm. Da kam ich her. Hier ist dieser komische Raum. Wo finde ich denn hier die? Ach, schau mal. Ach, schau, hier geht's noch weiter. Heftig, habe ich gar nicht gesehen. Alter Wahnsinn, wie schlecht ich bin. Das habe ich hier alles gar nicht gesehen das letzte Mal. Was ist denn da los? Verschlossen. Geil, das ist Jenny Müller Sicherheitsschlüsselkarte. Das war's. Cool, jetzt sind wir da. Endlich haben wir's. Ich habe doch gedacht, das Gebäude ist irgendwie viel zu klein. So für uns. Okay, knacken wir mal das Schlösschen hier. Rechts ist falsch hier rum. Na, scheiße. Aber linksrum auf jeden Fall, das wissen wir jetzt. So. Hello. Ein kleines Lagerchen wieder. Hier ist nichts darin. Stromleiter, alles komisches Zeug. Brauche ich alles nicht. Oh, Plasma Rifle. Gewicht 8. Ach, ich habe meine jetzt noch gut. Meine fand ich toll, meine Plasma Rifle. Die behalte ich mal noch. Schmutziges Wasser aus dem Pack. Wir müssen alles mitnehmen. Oh, natürlich bin ich wieder jetzt overloaded. Overloaded. Wildkürbissamen. Yucca-Bar, Bohnenfrucht. Stealth Boys habe ich halt auch viel, Mensch. Ich muss viel mit Stealth Boys mal arbeiten in Zukunft. Pugilismus aktuell. Cool. Waffenlos und 3 erhöht. Ah nein, das brauche ich nicht. Okay. Psycho. Habe ich noch irgendwelche Heftchen, die irgendwie nichts... Hier, das große Buch der Wissenschaft. Geil. Cool. Ich fühle mich schon direkt schlauer. Geschichte eines Dörfleischverkäufers aus Junktown. Nice. Feilschen um 3 erhöht. So sieht's aus. So sammelt man ein bisschen seine Skills auch noch auf. Mikrofusionszelle. Geil. Alles eine Munition. Energie, würde ich schon sagen. Und hier haben wir eine Plasmapistole, die brauche ich aber glaube ich nicht. Ja, nice, hier ist richtig was los. Hier kann man ja richtig was losschlagen. Energiezelle, Mikrofusionszelle. Wahnsinn. Nicht schlecht. Nicht autorisiertes Gesichtsmuster. Gültigen Sicherheitsausweis erkannt. Vorläufiger Zugang gewährt. Bitte Registrierung im Sicherheitsbüro ausführen. Also die Biester, die können halt ne, hier mit dem Feuer spielen, mit dem Ding hier, können sie Feuer schießen. Da können sie einfach nur greifen und hier können sie noch mit einer Flex einbearbeiten. Vor denen sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Ich klicke mal auf den Boden rum. Also ne, wenn ich jetzt das Ticket nicht dabei hätte, und dann wäre ja aber krass die Hölle los. Tut mir leid, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Der Schnupfen treibt mich immer noch um. Wollen wir mal kurz hier das Terminal hacken hier, oh Gott. Pent heißt. 4 von 9 korrekt. Haben wir noch irgendwas, was mit heißt aufhört? Hm. Prisoners. Pent. 4 Stück sind richtig. Machinery. Northwest. Jawoll! Super. Was kann ich jetzt tun? Benutzerdaten zur Datenbank hinzufügen. E-Geschoss hinzugefügt, okay. Interne Korrespondenz.
an alle Repco-Mitarbeiter von Pierce Isles, Generaldirektor. Ein herzliches Hallo zusammen wieder mal. Die Mitarbeiter im Hauptgebäude werden sich gewiss schon fragen, woran denn diese Männer da in ihren Büros und Fluren so emsig werkeln. Sie installieren ein modernes Sicherheitssystem. Dies dient ebenso ihrer Sicherheit wie der Sicherheit und Ungestörtheit ihrer Repco-Familie. Neben den neuen Sicherheitsmaßnahmen im Bereich Hard- und Software wird jeder von ihnen ein persönliches Päckchen mit einer Identifikationsmarke erhalten. Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Marke zu allen Zeiten tragen, auch das dient der Sicherheit aller. Oh, und nehmen Sie sich ruhig ein langes Wochenende frei, sobald Sie Ihr persönliches Päckchen erhalten haben. Machen Sie sich ein paar schöne Tage. Pierce. Interne Korrespondenz. Nochmal. Alle Rap-Mitarbeiter von Karl Rook. Vizepräsident. Hallo zusammen. Mein Name ist Karl Rook, wie Sie sicher wissen. Ich bin hier, Ihr neuer Vizepräsident. Bis vor kurzem war ich bei Rob Cook beschäftigt, in der dortigen Sicherheitsabteilung. Doch jetzt, da Ihre Familie und meine Familie zu einer großen Familie zusammengewachsen sind, dachten wir, es wäre doch nett, wenn ein älteres Familienmitglied zu Ihnen käme. Also werde ich mir jetzt alle Mühe geben, Ihren täglichen Ablauf nicht allzu sehr zu stören und mich in erster Linie um die Sicherheit zu kümmern. Ich höre, dass Sie mit einigen der neuen Sicherheitsmaßnahmen bereits gut vertraut sind. Nun bekommt Ihre kleine Familie hier Zuwachs von ein paar neuen Jungs. Im Hauptgebäude werden Sie ab jetzt ein paar freundliche Androiden patrouillieren sehen. Solange Sie alle immer schön ihre Marken tragen und darauf achten, dass sie auch brav bei der Sicherheit registriert sind, werden sie die freundlichen Androiden kaum bemerken. Machen Sie also einfach so weiter wie bisher und alles ist bestens. Danke für Ihre Zeit, Karl. PS, bitte vergessen Sie nicht, dass der zweite Stock ausschließlich Vorstandsmitgliedern vorbehalten ist. Aha! Sollen Sie meine oder PS Hilfe benötigen, ein kurzer Anruf genügt und wir schicken Ihnen das Kennwort des Tages runter. Dankeschön. Alles klar. Das heißt, wir brauchen ein Kennwort des Tages. Oh, was ist denn hier los? Wear your badge. It could save your life. Okay, krass. Also immer schon die Marke tragen, ne? Sonst ist ja der Teufel los. Leere Flasche. Oh, hier gibt's einen Kronkorken. Wie krieg ich den Kronkorken hier? Kronkorken. Okay, das Ding ist leer. Beziehungsweise, das kann ich nicht benutzen. Woho! Nice! Ganz viel Munition. Endlich mal wieder ein bisschen Munition hier am Start. Mikrofusionszelle. Nehme ich mit. Okay. Das Ding ist auch leer und hier ist auch leer. Alles klar. Ich vermute mal, wir kommen jetzt auf diesem Weg hier in den zweiten Stock. Und damit es hier langsam... Oh, schau, da ist nochmal eine dicke, gepanzerte Tür. Hier ist der Weg vermutlich. Verschlossen schwer. Dietrich 100 benötigt, okay. Um dieses Terminal zu hacken, wird eine Wissenschaftsfähigkeit von 100 benötigt. Oita. Wie weit bin ich jetzt eigentlich? Ich habe doch vorhin auch Wissenschaft ein bisschen eingenommen in Zeitungsform. Wo sind wir denn, Wissenschaft? 69 leider erst. Na gut. Oh, hallo. Gesichtserkennungsscanner, okay. Puh, okay, das ist der erste Stock jetzt, übrigens. Security is your duty. Ach, guck mal, ich dachte gerade, das ist ein Ladebildschirm noch. Krass. Was die hier für eine Paranoia aber auch immer erzeugen, ne? Aber was heißt Paranoia? So eine Sicherheits... so ein Sicherheitsdenken. Schon krass hart. Was haben wir hier drin? Nichts. Leer. Okay, hier ist der Weg zum zweiten Stock. Der ist natürlich verbarrikadiert, beziehungsweise verschüttet. Was ist denn das hier eigentlich? So eine Fahrstuhltür, oder? Komisch. Oh, hallo. Ich hoffe, ihr seid mir freundlich gesinnt. Ich darf hier sein. Ich frage ihn. Oh. Hallo, Mrs. Mellett. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute. Krass, also die Roboter gehen immer noch ihrem Tagwerk nach. Und denke, ich bin jetzt Mrs. Millet, weil ich einen Ausweis dabei habe, den ich gefunden habe. Und das war echt ein Fail, dass ich damals wieder rausgegangen bin aus dem Gebäude. Weil ich diese Tür einfach nicht gesehen habe. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Ich hatte nämlich diesen Ausweis gefunden unten und wusste damit nichts anzufangen und habe eben einfach diese Tür nicht gesehen. Von daher bin ich jetzt wieder zurückgekehrt, habe ich erst die andere Patrouille gefunden. Und jetzt bin ich wieder hier. Hallo! Nikola Tesla und Sie. Korken, Vorkriegsgeld, jawollo. Schauen wir mal, was hier abgeht. Sehr leicht. Ein Terminal zum Hackhorn. Stopp, das war falsch. Oh nein! Das ist echt komisch, jetzt kann ich hier nicht abbrechen. Also, ich meine, ich kann hier nicht die Schrift schneller machen, dass ich jetzt zum Passwortbildschirm gelange. Ich muss das ertragen, wie das hier sich langsam aufbaut. Das ist komisch. Also ich kann so viel drücken, wie ich will. Es passiert nichts. Aber am ersten Mal eben ging's. So, jetzt. Form, Feed, Very, Form. Oh Gott. Very? Scheiße, nur eins. Feed. Kein Zugang. Oh Gott. Very. Very, Where? E vielleicht. Nee, okay, ich gehe mal raus. Und nochmal rein. Wir versuchen das nochmal.
So, wieder müssen wir das ertragen, bis die Schrift sich hier aufbaut. Das ist echt komisch, dass es beim ersten Mal geht und beim zweiten Mal dann so ein Ding abzieht. Busy. Busy. Versuchen wir es mal. Eins richtig. Rush. Lush. Boah, das sind echt Quinch-Wörter hier. Run. Runs. 3 von 4. Runs. Okay, jetzt müssen es R-U. Das muss Rush sein. Das muss Rush sein. Runs, das sind 3 gleich drin. Nein! Aber Runs! Ganz! Da muss es ganz sein. Puh, das war's Glück. Ha! Okay. Das hätte auch schief gehen können. Benutzerdaten zur Datenbank hinzufügen, okay? Okay. Karu, Karl, ich bin mit der Entschlüsselung der Pakete weitergekommen. Soweit ich erkennen kann, schickt da jemand Fortschrittsmeldungen an einen sicheren Offsite-Server. Wenn ich eine Vermutung riskieren sollte, würde ich sagen, die Nachrichten gehen an Poseidon, aber stichhaltige Beweise habe ich dafür nicht. Sarah. Okay. An Karl Rook von Sarah Wang, EDV-Abteilung. Mr. Rook, in den letzten 2 Wochen haben mehr verschlüsselte Nachrichten die Firma verlassen als sonst. Das eingesetzte Verschlüsselungsprotokoll ist ungewöhnlich. Ich habe es noch nie gesehen und ich bin mir sicher, es ist nicht vom Verteidigungsministerium abgesegnet. Ich fürchte, alles deutet darauf hin, dass jemand Insider-Informationen weitergibt. Sarah Wang. Okay. An Sarah Wang, EDV-Abteilung von Karl Rook. Mrs. Wang, bitte gehen Sie der Sache weiter nach und halten Sie mich über Ihren Fortschritt auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit sollten die Angelegenheiten bitte unter uns bleiben. Ich sorge dafür, dass Sie die entsprechenden Stellen verständigt werden. Und bitte nennen Sie mich Karl. Oh, tut sich da irgendwie was auf? Leitung 2 von Karl Rook, Vizepräsident. Hallo, ich brauche sobald wie möglich jemanden hier drüben, der die Daten des alten Vizepräsidenten von diesem Terminal löscht und es mit meinem persönlichen überschreibt. Vielen Dank. Leitung IT, Karl Rook. Okay. Das war jetzt nicht so informationsreich. Aber egal. Hey Boone, was ist los mit dir? Alles klar? Only you can prevent corporate espionage. Natürlich, natürlich. Nur nicht aufhalten lassen. Okay. Wow! Jetzt bin ich echt erschrocken, hey. Krass. Schließen Klotür. Nee. Wir gehen jetzt mal da hinten rum. Natürlich, natürlich. Oh Gott, die Nase läuft schon wieder again. She's leaving again. Na, Spaß. Hier ist das Klo gewesen, okay. Hallo. Gesichtserkennung, alles klar. Hier ist dicht. Das ist spannend hier wieder. Schön exploring. This is nice. I like it. Noch ein kleines Lagerchen. Geil, hier können wir richtig auftrumpfen, ey. Hier können wir jetzt richtiges, gutes, guten Loot einsacken überall. Energiezelle, jawohl. Das ist ja unfassbar. Missiles, wie viele Missiles wir haben. Damit können wir nochmal mit der Todeskrallenherde es aufnehmen. Arzttasche, jawohl. Sehr gut. Stimpaks wäre noch gut. Das ist ein bisschen Stimpak, jawohl. Stromleiter. Pümpel. Ihr braucht kein Pümpel. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Ist hier noch eine Tür? Nee. Spaß. So, hier durch. Boom. Du könntest mal ein bisschen mehr reden. Wie sieht's denn aus? Durchschnitt. So, easy. Immer dieser dumme Schlag. So dumm. Wenn irgendwas Episches passieren würde. Geile. Geil. Alles wird hier durchsucht und durchwühlt. Und danach wird abgespült. Oh, was liegt denn hier? Kaugummi. Sehr nice. Das Ding ist leer. Aschenbecher-Ding. Leere Brauseflasche. Okay. So, was haben wir hier jetzt nochmal? Nochmal so ein Ding. Oh Gott. Blazing. Ich gehe mal auf Blazing. Ich gehe mal immer auf die Exotischen mit den Zetzen so. Geil! One-Hit-Wonder. Nicht schlecht. Verschlüsselte Nachricht. An von. Ich habe es geschafft, an das Kennwort für Isles Computer zu kommen. Ich schicke es mit den Release Notes für den Q35 rüber. Der Prototyp wird hier vorbeigebracht. Auf dem Weg zum Verteidigungsministerium. Es sollte möglich sein, ihn unterwegs abzufangen. Okay. Q35 Freigabebescheinigung. Quantenplasma-Modulationsmaterien.
Injektion, Waffe. Wesson 32, Status fehlgeschlagen, Anmerkungen. Während V32 nicht die Energieausbeute von V31 oder 30 aufwies, gelang es uns, die Stabilisierungsschwelle um etwa 27,35% zu erhöhen. Das ist vielversprechend, trotzdem brauchen wir immer noch eine Lösung für die Probleme mit der Materienversion. Status fehlgeschlagen, bla bla bla. Zerstörung des Labors, Datenverlust. Status fehlgeschlagen. Anmerkung, interessant, ich bin nicht sicher, woher wir diesen Daten haben. Das geht in eine völlig andere Richtung als das, woran wir bisher gearbeitet haben. Wir konnten die Materialversion mittels eines polarisierten Quantenpenises, Spins, umdrehen. Entschuldigung. Ich denke, damit wäre das Problem mit dem Kompensationsfeld vom Tisch und ich bin fest der Hoffnung, dass die nächste Waffe betrifft. Status erfolgreich, Anmerkung, die Daten von Xuan brachten die Lösung. Es ist uns gelungen, ein stabiles Modell herzustellen. Ich denke, diese Waffe ist noch nicht für die Massenproduktion geeignet, aber das Modell dürfte beweisen, dass wir einen funktionierenden Prototypen haben. Letzte Probleme sollten bis zur nächsten Version behoben sein. Wie gewünscht, hier die Neuerungen im Vergleich zum Standardmodell des Plasmagewehrs. Materialien des Prototyps nicht für längeren Feldeinsatz geeignet. Der Q35 verfügt im Schnitt über eine höhere Kadenz, jedoch mit gleichmäßigeren Abständen zwischen den Schüssen. Höhere Aktivitätszeit der Pulsladung, präziser auf langeren Distanz. Energie der Plasmaladung um 30% gesteigert. Okay, interne Korrespondenz wieder mal. Rapcon interne Korrespondenz. Julia Masters, Finanzvorstand. Leonard Stiepel, Vizepräsident. Julia, Sie haben Sie inzwischen schon von Rapcons Vorhaben erfahren, unsere Firma zu übernehmen. In der Vergangenheit waren wir beide oft einer Meinung, wenn es um die moralischen und finanziellen Zukunft dieses Unternehmens ging. Als Poseidon vor einigen Jahren Interesse bekundete, halfen Sie mir, den Vorstand zu mobilisieren, damit Rapcons Autonomie gewahrt blieb. Ich möchte Sie wegen Robco erneut um Hilfe bitten. PS sagt, Robco kaufe Aktien auf, um eine feindliche Übernahme zu forcieren, falls wir uns weigern sollten, zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass Sie ohne Zustimmung von Teilen des Vorstands genügend Aktien zusammen bekommen. Ich denke, Sie und ich könnten genügend Leute umstimmen, um das Unternehmen abzusichern. Ich hoffe, Sie werden mir zur Seite stehen. Leonard. Leonard. Okay. Leonard Stempel von Julia Masters. Ich würde Ihnen gern zur Seite stehen, Leo. Geben Sie mir ein paar Tage Zeit und ich will versuchen, die Unterstützung meiner Leute im Vorstand zu gewinnen. Ich habe alles durchkalkuliert und ich bin ziemlich sicher, Sie haben recht. Wir können das abwenden. Jules. Okay. Wieder Jules, Pierce. Sie hatten recht, Leo. Sie hatten recht. Leo hat mir gestern Abend eine Nachricht geschickt. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen. Ich denke, angesichts der Summe, die wir beim Robco-Deal anstecken, dürfte der Vorstand problemlos zu einem Misstrauensvotum gegen ihn zu bewegen sein. Jules. Oh, Intrigen. Fiese, gemeine Intrigen. Okay. Also gut. Dann haben wir das ja auch durch. Krasse Scheiße, was hier da los ist. Hallo, Mrs. Mellet. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute. Ja, soweit schon. Solange du mich in Ruhe lässt, ist der Tag schön, glaube ich. Solange du mich nicht irgendwie verbrennst, erschießt Scheiße. Okay, 25 Hackklammern noch. Komm schon. Ah, oh, schwer. Es ist echt schwer. Oh Gott, tut mir leid. Ich muss ein bisschen hier die Nase bearbeiten. Komm schon, jetzt hat. Okay, was geht sich hier? Speichern. Oh, Lager. Redcon Büro, erster Stock. Okay, hier haben wir echt anscheinend das Lager. Beziehungsweise, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, krass. Da hat's ja reingehauen. Der Tisch ist überhaupt nicht verfügbar. Das ist die letzte was? Das Modell des Sonnensystems ist ein Beispiel dafür, wohin die Verbindung von Rocco und Redcon führen soll. Sehen Sie die kleinen Raketen? Sie werden von Robotern gesteuert, ständig auf der Suche nach Ressourcen auf fremden Planeten. Ah, das ist, glaube ich, unter uns. Also unter uns ist dieses Sonnensystemraum. Und ich glaube, der Roboter ist gerade dabei, seine Führung zu machen. Völlig ohne irgendwelche Leute, die zuhören. Und damit endet die Tour, Rocketeers. Rocco und Junior Platon. Siehste? Rapcon bedanken sich für ihr Interesse. Für weitere Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Machen Sie es gut und besuchen Sie uns bald wieder. Ja, es ist schon so. Und halten Sie sich von zugangsbeschränkten Bereichen fern. Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Willkommen im Hauptsitz von Rapcon, Rocketeer. Sind Sie hier, um unsere Anlage zu besichtigen? Okay, krass. Also hier ist auch ordentlich was los. Oh, guck mal hier. Q35 Meta-Modulator. Geil. Okay, krasse neue Waffe. Schauen wir mal. Wo ich die unterbringen kann. Wo und wie? Q35
Q35. Geil. Krass. Super Zustand. Die rüste ich mal kurz aus. Okay, das ist quasi wie das andere Ding. Nur eben Plasma Rifle. Schaden 32 aber. Ho. Okay, das ist natürlich Wahnsinn jetzt. Boah, das ist dumm. Recharger Pistol. Schaden 10, die kommt mal weg. Dann ist schon mal 7 Gewicht weg. Sehr gut. Cool, dann habe ich das schon mal ausgemerzt. Diese Gewichtsbeschränkung. So, was haben wir hier noch Schönes? Geil. Eine Menge Schrott und Safe haben wir hier. Oh, geil, wieder. Oh, jawohl. Noch mehr jetzt Kram. Stopp, langsam. Mikrofusionszelle. Fusion. Fusion. Okay, cool. Dem. Hülsekaliber, okay. Nehme ich alles trotzdem mal mit. Kann man ja eventuell brauchen. So, Terminal aktivieren. Schloss entriegeln. Tür öffnen. Geil, okay, schließt sich der Kreis. Das ist sehr, sehr gut. Alright. Dann kann ich hier jetzt wieder hoch. Geil. Geh ich hier nochmal kurz rein. Genau, der erste Stock hier ist immer extra. Ladebalken, extra Lade. Hallo, ja. Hallo, mobile Gesichtserkennung. Wir hatten schon ein paar Mal das Vergnügen. Okay, hier war ich jetzt noch nicht. Dann gehe ich mal hier. Hier bin ich dann gerade hier rüber, ne? Genau, Erdgeschoss. Dann schauen wir uns hier nochmal kurz um. Oh, krass. Hier ist ja echt Wahnsinn. Die Musik ist auch schön entspannt, ne? Hat so ein bisschen was von Silent Hill, finde ich. Wer lagert denn Munition in den Aktenschränken hier, verdammt? Ist doch krank. Das ist doch krank. Oh Gott! Gearbeitet bis zum Tod. Das ist nicht Aufopferung für den Job. Wahnsinn. Hat er was in der Hand? Nee. Tasse hat er in der Hand. Hier ist alles leer. Schränke hier. Leer. Schreibtisch. Stange Zigaretten. Sie sind überlastet. Wieder mal. Nehme ich jetzt mal ein bisschen Sarsaparilla wieder. Okay, die Roboter reden hier mit irgendwas oder irgendwem. Mei, eine kleine Küche hier. Hohohoho. Ah, jede Menge Alkohol. Was ist denn da los? Haben die hier bei der Arbeit so krass Alkohol getrunken oder was? Instant Püree. Ein Schneidbrett. Das ist ja nicht so erwünscht. Brahmin Steak. Jawohl. Viel zu essen. Geht's hier hoch? Oh krass, hier geht's ja hoch. Das ist die nächste Küche. Was ist denn das hier? Ach, das ist die Lampe. Schauen wir hier mal kurz rein. Der ist natürlich leer. Lego am Stiel mitnehmen. Bin schon bei 260 schon wieder, Mensch. Verschlossen leicht. Leicht. Jawohl. Sehr gut. Zweiter Stock, hallo. Aber warte kurz, bevor ich hier weitergehe. Gehe jetzt doch nochmal erst runter. Und schaue mich hier komplett um. So, hier war ich schon überall. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Ist das Perilla? Ne. Oh, das ist ein Kronkorken. Wie kriege ich den Kronkorken? Mensch, geh mal aus dem Weg. Ich will den blöden Korken haben. So, ein bisschen Platz machen hier. Sternkorken sogar. Geil, siehst du? Hallo, Mrs. Mellet. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Arbeitstag heute. Ich habe gerade einen Sternkorken gefunden. Klar habe ich einen schönen Arbeitstag. Oh, hier ist nochmal so ein Bildschirm. Der Schreibtisch gibt auch was her. Jawohl. Normale Korken. Hier, guck mal. Sicherheitskarte, erster Stock. Nice. Ich bin aber im ersten Stock gerade, merke ich, oder? Irgendwie komisch. Was? Von 75 benötigt. Oh Gott, ja gut, warte mal kurz, 75. Das sollte ich mir, wenn ich was zum Lesen habe hier für Wissenschaft. Dann. Waffenlos. Nico Tesla und ich. Energiewaffen, okay. Ich muss nochmal alle Magazine durchgehen hier. Äh.
sonstiges. Ne, Hilfsmittel. Hier Medizin, okay. Plus Ding. Wissenschaft plus 10, bitte. Informatik im Team. So. Wert 20. Das heißt, ich habe jetzt Wissenschaftswert von 79. Plus. Das heißt, ich kann an das Ding hier dran. Sehr schön. So wird's gemacht. Jetzt ist nur die Frage, ob ich, wie lange ich das schaffe. Population. 1 von 10. Projecting. 1 von 10. Projection. Fuck, 1 von 10. Das P vermutlich mal. Okay. Immer das gleiche Spielchen. Oh, ich merke gerade, da fehlt noch etwas an Licht. Ich muss mal kurz aufstehen. Bin gleich da. So, es ist noch heller auf der Facecam. Ein bisschen dunkel hier. Ach, Entschuldigung. Separation. 4 von 10. Paration. Aktion. Hesitation. Hesitation. 5 von 10. Citation. Occupation. Domination. Initiation. Domination. Oh, fuck. Hesitation. Invitation. Ich versuch's. Scheiße, 3 von 10. Verkackt. Okay, nochmal neu. Ich muss es schnell machen, denn die Wissenschafts-Plus ist ja zeitlich begrenzt. Ansonsten habt ihr nochmal so ein Wissenschaftsheft gehabt. Aber trotzdem. So. Activating Concord Monolithic Generation. 3 von 10. Reputation? 2 von 10! Oh Mann, schlecht. Es wird immer schlechter. Man muss hier einfach die Augen offen halten. Und schauen, wie das hier von sich geht. Destroying Contending. 3 von 10. Ting. Herr Contending hatte ich doch eben. Contending. Contenting. Das ist genau das gleiche. Aber Ing halt, oder? Schematics Resembling. Komm. Fuck. Das ist wirklich schwer. Schwierig, schwierig. Tipp, 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 tipp. Ja. Adrenalin. 3 von 10. Adrenaline. Hesitation. 5 von 10. Hesitation. Separation. Irgendwas mit Ion am Ende. Expedition. 4 von 10. Fuck. Achtung, Sperrung droht. Ja, Mann. Was soll die Mohe? Mann. Es tut mir leid, dass es jetzt so lange dauert. Aber es ist ein schweres Terminal. Vielleicht springt ja was richtig Geiles bei raus. So. Monolithic hatten wir schon mal. Revolution. Revolution hat sich passend für die Firma an. 5 von 10. Ocean auf jeden Fall. Ocean. Generation. Irgendwas mit Ocean am Ende. Ocean. Population. Ocean. Ion. Geil. Puh, das war's. Puh. Admin, so, was ist hier los? Ausweis der Sicherheitsleitung. Ausdruck. Geil. Ausweis der Sicherheitsleitung. Ausgedruckt. Interne Korrespondenz. Alle Repco-Mitarbeiter von PSS Isles. Mit Bedauern teile ich Ihnen heute mit, dass Leonard Staples das Unternehmen Raccoon nach langen Jahren loyaler Mitarbeit verlassen hat. Wir wünschen ihm für seine berufliche Zukunft viel Erfolg. Leonards Aufgabenbereich wird vorerst von Julia Masters mit übernommen. Die Abteilungsleitung wird sich heute noch mit ihr zusammensetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mit freundlichen Grüßen, Pierce als Generaldirektor Raccoon. Okay, cool. Okay, das Ding ist ausgedruckt. Was heißt das aber jetzt? Wo finde ich das denn jetzt? Ein Drucker hier irgendwo.
Oder hab ich ihn jetzt so erhalten einfach? Wie kann ich Ihnen dienen? Wartungsroboter. Ich glaube irgendwie gar nicht, ne? Indem du mir vielleicht auch einfach mal aus dem Weg gehst. Das ist schon mal ein Anfang, mir zu dienen. Die Tür machen wir noch auf. Jawollo. Weitere kleine Loot, Schätze hier. Wunderbar. Reinigungsmittelkarton brauche ich nicht. Da ist ein Stimpack. Geil. Stimpacks sind Gold wert. Okay. Noch eine weitere Tür. Warte mal kurz, ist da hinten vielleicht der Drucker? Nicht, dass das Ding hier jetzt rumliegt und ich sehe es nicht einfach. Nee. Weil könnte es sein, dass sie hier so einen großen Drucker haben? Nee. Ich denke mal, ich habe diesen Sicherheitsausweis jetzt, den ich da ausgedruckt habe. Oder ich rechne jetzt mal fest damit. Denn ich habe nichts anderes gesehen. Die Lunchbox, die kann aber auch. Leer. Da ist auch leer. Alles leer hier. Geleck. Aber die Musik ist recht nice, hey. Muss ich sagen. Ohne zu verzagen. Oh, Buffert. Buffert nehme ich mit. Was haben wir hier noch drin? Vorkriegsgeld wird mitgenommen. Okay. War ich hier schon dran? Vermute mal, ja. Okay, wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich ein kleines... Okay, da geht's hoch. Übersichtsproblem. Hallo, Mrs. Millet, okay. Die Übersicht. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen... aufgeschmissen hier, okay. Alles klar, das ist das, das ist das. Genau, da geht's da entlang, da geht's da entlang. Rechts, da war ich schon. Und von hier kam ich jetzt, ne? Das heißt, es geht rechts weiter. Cool. Der Stock Nummer 2, da waren wir ja schon oben. Jetzt bin ich gespannt. Wir dürfen hier sein, wir haben jetzt einen krassen Sicherheitsausweis, oder? Hoffe ich doch mal. Das werden wir jetzt feststellen bei der ersten Begegnung mit dem einem Roboter. 261 jetzt wieder. Mensch. Too much shit. Den ich hier mit mir herumtrage. Ist ja fast schon wieder ein bisschen langweilig hier. Hopp, was war das? Das ist das Ding. Okay, wird dann Omelette. Wert 100. TP plus 6. Eine Minute. Ja, das ist natürlich krass. Krass gut. Gewicht 1. Nehme ich mal. Ist zwar Red drin dabei, aber was soll ich machen? Machete habe ich extra schon weggeworfen, Mensch. Kann ich noch ein Ding wegwerfen? Nehmen wir mal Maschinenpistole. Oh Mann, Körperrepariere Dynamit. Das Ding ist halt auch. Wenn ich das mal repariert bekommen würde. Hallo. Zugang zum zweiten Stock ist Führungspersonal vorbehalten. Bitte identifizieren. Glück. Warum Glück? Tut mir leid, ich wollte gerade gehen. Ungültige Antwort. Entfernen Sie sich. Okay. Alles klar. Schnell weg. Ich habe doch dieses Scheißding ausgedruckt. Siehst du, habe ich doch nicht dabei. Wo ist denn das Ding aber jetzt? Was heißt denn ausgedruckt? Wo finde ich den denn dann? Oh, Wartungsroboter, da komm ich aus dem Weg. Get off my way. Jetzt warte, schau. Nein, was ist da los? Komm, komm, komm. Ausgedruckt, okay. Ah, zweiter Stock hinzugefügt. Jawohl, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn, okay. Das war komisch, aber jetzt habe ich vorhin doch auch gehabt. Dieses komische Teil. Der Stream ist kurz hängen geblieben. Ich muss mal kurz schauen, ob ich denn überhaupt noch online bin. Am I on the line? Es dauert ein bisschen. Ja, oder? Funktioniert zumindest alles noch. Scheint zumindest so zu sein. So, okay. Roboter, bitte komm. Kontrolliere Zugang mich. Zugang zum zweiten Stock ist Führungspersonal vorbehalten. Bitte identifizieren. Was? Warum schon wieder Glück? Sorry, keine Ahnung. Oh Mann, das ist schlecht.
ungültige Antwort. Okay, nochmal 30 Sekunden. Fuck. Okay, dann gehe ich einen anderen Weg. Dann gehe ich einen anderen Weg hoch, ne? Den ich ja gefunden hatte. Ich habe diesen Sicherheitsausweis, Mensch. Wieso pissen die mich an? So, wo war denn das jetzt? Hier war das, ne? Da hoch. Und dann hier rein. Hoffen wir, dass hier... Oh, oh. Dass hier nicht so viele Roboter hier rumgeistern. Toiletten. Krass, wie hier einfach mal ein Loch in die Wand gehauen wurde. Oh, guck mal, das sieht wichtig aus. Das sieht wieder fast schon wichtig aus. Bam, 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 bam. Ich muss immer noch die Bruderschaftstypen finden, ne? Also, ne? Irgendwie... Bam, bam. Wäre lustig, wenn er jetzt hier auf dem Klo liegen würde. Nee. Alles safe. Hier ist noch die Tür, das heißt, es ist der gleiche Raum hier. Okay. Und that means, ich kann eigentlich nur hier links rein. Hängt da draußen die Roboter ab? Kann das sein? Ja, da tun sie. Okay. Mal schnell hier dran. Verschlossen schwer. Ach, schon wieder 100 benötigt. Oh nein, jetzt kommen die Roboter. Scheiße. Ich muss noch mal so ein Ding nehmen. Macht er die scheiß Tür auf. Wo war denn diese Wissenschaft 100? Ich hatte doch noch eins, da war's. So, genommen. Komm schon, geh ran. Ach, ich hab... Ach, 100. Okay. Der will jetzt natürlich zu mir und mich anquatschen und mich dann mir die 30 Sekunden wieder geben. Da ist nichts drin. Alles klar, alles klar, alles klar. Hier ist wieder ein Roboter. Was liegt denn da rum? Oh, ein Koffer. Okay, hier ist das, hier ist das. Da komme ich eh nicht rein. Oh Gott. Okay, okay, schnell vorbei. Zum zweiten Stock ist... Tut mir leid. Ja, alles klar, ich bin schon auf dem Weg nach unten wieder. Dankeschön. Schauen Sie bald wieder rein. Etwas Zeit muss sein. Oder komme ich gar nicht runter? Scheiße. 30 Sekunden, was soll ich machen? Ich will raus hier. Lass mich hier raus. Ich gehe ja, ich gehe ja. Oh Gott, bitte lass mich in Ruhe. Nicht böse sein. Ich gehe runter. Puh, okay. Einigermaßen safe. Da war aber jetzt noch ein Raum, ne? Da war jetzt schon noch ein Raum. Warum? Zugang oh, zum zweiten Stock ist Führungspersonal vorbehalten. Bitte identifizieren. Glück. Es wird nicht gut gehen. Sorry, keine Ahnung. Okay, ich schau mal. 30 Sekunden habe ich ja. Gibt's hier irgendwas mit Glück? Kann ich hier irgendwas mit Glück reißen? Überleben. Schadensresistenz. Sprengstoff. Waffenlos. Schaden. Plus. Was ist denn das hier? Das ist das Ding. Nee, ich glaube nicht. Mit Glück habe ich nie was gesehen. Oder ich lasse jetzt einfach mal drauf ankommen, aber dann ziehen wahrscheinlich alle gegen mich. Alle hier Patrouillenwachen sind dann vermutlich gegen mich. Ich raff's aber auch nicht. Ich habe doch diesen blöden Ausweis jetzt, Mensch. Ich darf hier einfach nicht sein. Gar nicht. Die soll mich da oben reinlassen, verdammt. Die soll mich da reinlassen. Ah, hier. Doch, ich hörte schon wieder einen. Hier geistert doch irgendwo einer rum. Von diesen Robotern. Robot, Robot, Robot. Okay, okay. Okay, hallo. PS als Aktentasche. Sicherheitskarte, zweiter Stock, jawohl. Geil. Okay, cool, ich bin safe, oder? Jetzt müsste ich safe sein. Probieren wir uns nochmal aus. Zugang zum zweiten Stock ist... Was? Ihr Penner, ich hab doch einen Sicherheitsausweis. Ungültiger. Ja, ja. Hallo, Mrs. Ja, ja. Ganz ruhig bleiben. Ich hab doch einen fucking Sicherheitsausweis jetzt, Mann. Was bringt mir der bitte, wenn ich das eh nichts machen kann damit? Sonstiges. Das Materiemodulator, Projekt Quantum Block, okay, das ist zumindest Atelier-Taktung. Der Schlüssel zum Verwenden, okay. Das habe ich aber alles schon gelesen, eigentlich. Aufgaben. Volare. Okay.
Zugang zum zweiten Stock. Ja, Mann, ich weiß doch, sorry, keine Ahnung. Das ist einfach kritisch, wenn ich hier das Glück versuche, dass ich da irgendwie dem Tode da bin. Okay, nochmal hintenrum. Ein neuer Hintenrumweg, was ist denn hier los? Die fahren hier auf. Was war denn hier? Hier war nichts. Ich muss, glaube ich, gleich niesen. Es tut mir leid. Oh. Tut mir leid. Ich bin verschnupft. Bin ich jetzt hier gefangen oder was? Ne, öffne den Spind. Oh. Hier war ich schon dran. Ich kann mich erinnern. Hier dran. So. Ja, aber was bringt mir denn jetzt diese blöde Karte? Ne? Wenn ich hier eh nirgendwo... Ach, warte. Tempel Hacken mit einer Wissenschaftsfähigkeit von 100 benötigt. Wie soll ich denn bitte jetzt 100er Dinge bekommen? Ein 100er Wissenschafts-Skill. Ich bin bei 69, Alter. Ich hab doch aber auch die Karte, Mensch. Habe ich alles aufgenommen, ne? Ist doch alles da. Scheiße. Oh, Mann. Jetzt muss ich mich hier noch schnell umschauen. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Oh Gott. Der kommt mir hinterher hier. Ich höre ihn kommen, ich höre ihn kommen. Gibt's hier irgendwas Wichtiges? Terminal, okay. Probieren wir mal dieses Schloss entriegeln. Bam, so. Avi Robko. Hallo Piers, jetzt da die Dinge allmählich ins Rollen kommen, werde ich Ihr Ansprechpartner und Kontaktmann bei Robko sein. Ich werde mich um alles kümmern, was sich während Ihrer Aufnahme in die Robko-Familie ergibt. Meine erste Priorität wird sein, Ihr Sicherheitssystem etwas auf Vordermann zu bringen. Wie Sie alle wissen, gibt es bei Robko viele Projekte, die der Geheimhaltung unterliegen. Robkoon wird, da er im Sicherheitssektor stark aufrüsten müssen. Ich werde einige Techniker und Sicherheitspersonal hinüberschicken, die in aller Diskretion einige Verbesserungen vornehmen. Es handelt sich um großenteils harmlose Maßnahmen, jedoch sind alle Mitarbeiter künftig verpflichtet, ihre Sicherheitsmarken zu tragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Leute die Marken bereits tragen, bevor unsere Partnerschaft offiziell bekannt gegeben wird. Ich denke, das wird die Übergangsphase erleichtern. Keine der neuen Sicherheitsmaßnahmen wird in Kraft treten, bevor ich vor Ort bin. Ich hoffe, bis dann hat sich jeder an die neuen Regeln gewöhnt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Karl Rook. Interne Korrespondenz. Steve Reynolds, Projektmanager der Raketenanlage. Steve, könnten Sie Ihre Techniker per E-Mail an unsere Sicherheitsbestimmungen erinnern? Ich werde nächste Woche eine Nachricht über ein paar Aufrüstungsmaßnahmen im Bereich Sicherheit herumschicken. Danke, Piers. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas Interessantes? Schloss entriegelt, das heißt irgendeine Tür. Beziehungsweise vielleicht komme ich jetzt an das andere Terminal dran. Oh, schau. Da ist schon der andere Typ hier. Oh, da ist noch einer. Okay. Ich bin gefangen. Bin gefangen, der kommt von da. Und der ist hier. Dann gehe ich jetzt nochmal hier entlang. Es geht sich hier schnell noch. Altmetall. Leer. Ein Safe! Korken. Laserbefruchtungsskill. Okay, alles cool. Alles klar. Ich geh. Schön durch hier. Rechts rum. Hier. Aber. Nee, ich kann immer noch nicht dran. Welches Schloss ist denn jetzt entsperrt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was meint ihr denn? Oder ist hier der Fahrstuhl gemeint? Nee. Shit. Puh. Okay, das läuft. Easy. Oh, guck mal, hier ist er doch. Mann, hier ist doch der Typ. Holobande stellen im Bruderschaf. Wahnsinn. Okay. Dann habe ich den. Jetzt ist nur noch dieses 100er Ding, ein Dorn im Auge. Wahnsinn, da liegt die ganze Zeit hier in der Nähe. Mit den drei Einsatz-Holobändern zum... Okay. Lass uns nur noch das letzte Holoband lesen. So, Einsatzauftrag XV-56. Temporäres Kennwort Leben, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Zusammenfassung. Paladine Matis und Metis und Lander erkunden Sie die Ruinen bei den Koordinaten, bla bla bla. Suchen Sie nach den benötigten Komponenten und bergen Sie, was möglich ist. Stellen Sie sich als Sekundärziel eine Liste zusätzlicher Gegenstände vor Ort für eine spätere Bergung zusammen. McNamara, okay. Ja, auch tot. Doch, ich hätte gerechnet, dass die noch leben. Aber dem ist ja wohl anscheinend nicht so. Denn der lag auch ziemlich leblos da. Der Stream ist wieder hängen geblieben. Und ich schaue nochmal nach.
woran das liegen mag. Ja, okay, dann haben wir jetzt alles durch, bis auf dieses eine Terminal oben. Ist natürlich schade. Aber mit 100er Wissenschaft kann ich eben nicht dienen. Gültiges Gesichtsmuster erkannt. Danke. Dann darf ich ja vorbei. Okay, jetzt hängt Twitch wieder mal irgendwie ganz komisch. Stopp, hier muss ich nicht entlang. Ich kann ja auch hier entlang. Alrighty, dann. Genau, da liegen die ganzen Leichen hier. Wow, Wahnsinn, habe ich schon gelootet? Frag Grenade, den habe ich nicht gelootet. Warum ist er nicht gelootet? Was soll denn das? Oh, jetzt bin ich natürlich überladen. Genau im letzten Moment. Im letzten Moment bin ich doch nochmal überladen. McNamara zurückkehren, okay, cool. Kurz was loswerden hier. Ein Hilfsmittel, das Brüller. So, easy. Raus da! Ich sag raus, aber schnell! Du. Jetzt lädt er aber ordentlich hier. Okay. Hello. Wartungsroboter. Gut, dann reisen wir natürlich schnell. Wir geben uns jetzt nicht den ganzen Weg hier zurück. Per Fuß. Hier, Hidden Valley, neutral. Mal schauen, was ein McNamara jetzt zu den drei Holomännern sagt. Oh fuck, was ist denn hier los? Wow! Hier stürmt ein. Hier wütet ein Sturm, meine ich. Krasse Scheiße. Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo ist der Bunkereingang? Das ist ja richtig eklig hier. Das ist ja richtig eklig hier. Eingang, Bunker. Irgendwo. Dann möge mir bitte helfen. Achso, ich folge einfach mal hier dem Ding. Aber das wird mich hier wieder auf den Hügel drauf. Das bringt ja aber nichts. Okay, doch. In diese Richtung also. Wahnsinn, dass hier so ein Wind jetzt weht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist ja noch mitten in der Nacht. Ist ja doppelt lästig. So, hier rein. So. Schnell in die warme Stube hier. Boah. Überall Sand in der Unterhose. Ist ja voll eklig. Okay, McNamara. Dann sag mal, was du dazu sagst. Ich hoffe, er wirft mir hier nichts Böses vor irgendwie. Dann ich habe ein bisschen Angst vor denen. Ne? Mit der Bruderschaft ist immer ein bisschen heikel, die ganze Situation. Alright. Hi. Jetzt muss ich mal kurz eruieren, wo der war, genau. Der McNamara. Die Richtung auf jeden Fall. Ah ja, rechts rum jetzt. Hi. Ritterin der Bruderschaft, genau hier entlang. Jetzt weiß ich wieder und dann rechts. Next right. Then you are right. Hallo, Mr. McNamara. Mr. McDonald's. Nee, Spaß. McNamara. Ah, Sie sind zurück. Haben Sie die vermissten Patrouillen gefunden? Oder haben Sie etwas anderes auf dem Herzen? Ja, hier sind die Holobänder. Dann sind Sie wohl alle tot. Ich bin nicht sehr überrascht. Wir haben wenige Freunde in der Oberwelt und viele Feinde. Aber wir müssen uns nun um andere Dinge kümmern. Als ich diese Patrouillen entsandte, schickte ich auch drei Ritter auf Erkundungsmission. Als die Patrouillen nicht zurückkamen, gingen wir vom Schlimmsten aus und befahlen den Kundschaftern, die Stellung zu halten und Funkstille zu wahren. Ich möchte, dass Sie Kontakt mit den Kundschaftern aufnehmen und ihre Berichte sammeln. Wie die Patrouillen lassen auch Sie sich orten. Wenn Sie sie finden, stellen Sie sich als mein Vertreter vor und fragen Sie, ob die Bären noch jagen. Dann sollten Sie mit ihnen sprechen. Kehren Sie zurück, wenn Sie alle Berichte gesammelt haben. Was ist denn da los? Was ist wieder der Laufbursche hier mit drei... Oh Gott, jetzt sind sogar drei Stück. For the fuck. Mann. Okay. Naja, gut. Ich werde das aber erst in der nächsten Session jetzt dann angehen.
Oder vielleicht mache ich auch was ganz anderes in der nächsten Session. Mal gucken. Vielleicht kommen wir endlich mal nach New Vegas. Ich bin mir nicht sicher. Wir schauen einfach mal. Ich gehe jetzt nochmal kurz nach oben, damit wir an der Oberfläche sind. Und dann kann ich da in Ruhe überlegen, wenn ich die Session beendet habe, was ich denn als nächstes tue. Als nächstes. Weiß. Was ich als nächstes für eine Mission angehen werde. Und da sind wir. Alles klar. Ich habe hier drei Ziele. Boah, krass. Einmal die Ecke hier, Camp Fulton. Okay, da ist also jede Menge neu. Hier ist einer, das ist schon mal ziemlich nah. Und hier ist einer. Na gut, es befindet sich alles recht in der Nähe. Ich finde, da kann man sich doch mal dann vielleicht drum kümmern demnächst. Also gut. Das war's vorerst mal. Bis später oder bis morgen. Keine Ahnung, wann ich den nächsten Stream abliefere. Ich wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Bis dann.